Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Shakes and Fidget. Heute wieder alle Server dabei, inklusive Server 35 zum Anfang ganz kurz. Bill hat mich angegriffen. Der Bill hat mich angegriffen, er brauchte noch was von meinem SA. Und genau, der Bill weiß genau, was gerade bei mir los ist. Nämlich war gerade mit dem TS, ich habe gerade geschrieben, dass ich jetzt aufnehme. Und ja, mein SA ist jetzt aktuell bei Stufe 15 auf 43,82%. Wir haben es auch gerade aktuell den 13.12. um 17:56 Uhr. Ich wurde gerade angegriffen. Die Gilde Zombieland. Die Gilde Zombieland, die kennen wir ja. Zombieland von Server 33, unsere Winkel geführt von Noxitrox. Ja. Aktuell, was ist hier los auf dem Server? Viele Spieler haben schon Stufe 20 erreicht, insgesamt auch Gorgos. Hier, Gorgos mit 45% SA, das ist irgendwie so. Ah, das ist irgendwie so. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Passt irgendwie nicht, aber das ist irgendwie. Wenn man andere Spieler sieht mit einem guten SA, dann ist das. Ist das normal, ist das gewinnt, aber bei Gorgos gutes Asi, das ist ja nochmal doppelt so geil. Ja, X-Crunchy schon 50,65%, dann will ich mal gucken, wie viel der Blackbeard denn hat. Vielleicht ein Blackbeard hier 51,76%, richtig krass. Was wird hier geschrieben? Ja. Wie, es gibt keine Gilde, die mehr als 100 R hat. Warum es keine Gilde gibt, die mehr als 100 R hat? Ja, gute Frage, weil man erst nach 24 Stunden einen Kampf starten kann und dann 10 Stunden später der Kampf stattfindet und das wäre dann irgendwie, komm, rechnen, 2 Uhr morgens? Nein, keine Ahnung. Ja, sonst ist es so, dass ich früher weiß, dass immer die Gilden Kämpfe gestartet haben. Über die Handy-App und da gab es dann diese 24 Stunden, die man warten musste, nicht. Und dann kam nach Serverstart schon nach den ersten, keine Ahnung, wie viele Stunden, 10 Stunden dann schon Kämpfe. Also nach 12 oder 13 Stunden kamen dann schon die ersten Kämpfe, obwohl es noch gar nicht möglich war. Hier sieht man, hier sind die ersten Angriffe hier 2:40 Uhr morgens. Ja, da bin ich doch irgendwie ein bisschen richtig hier 2:30 Uhr morgens. Meine Güte, bin ich gut. Das heißt, ab 2 Uhr morgens sollte es möglich sein, aber 40 Minuten später haben sie wohl gebraucht, um die 150 Gold zusammenbekommen oder irgendwie so. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Fragt mich bitte nicht. Ja, dann gildentechnisch. Ja, Klärwerk hat schon 27 Festungen. Wie viel Ausbau die haben, weiß ich nicht. Als ich mitbekommen habe, wo wir so ungefähr 60 und 50 hatten, hatten die anderen Gilden so 40 und 50 oder 40 und 56, das heißt, wir waren auf jeden Fall immer besser. Ich kenne nicht den Ausbau von jeder Gilde. Ich kann es nicht sagen, wie weit die anderen sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir wieder richtig viele Happy Hour Spieler haben. Das heißt, unser Ausbau wird sich nochmal zum Ende des Tages stark verbessern. Ich denke mal so, dass 70 oder vielleicht sogar 80% Lehrmeister drin sind. Zwischen 70 und 80. Und ja. Gucken, wie weit der Goldschatz noch ausgebaut wird. Es ist ja Gold-Event und da schadet ja unser Go schadet es nicht, Gold auszubauen. So. Dann soll es erstmal gewesen sein zu Server 35. Wir kommen zu den anderen Servern, denn wir hatten Gold-Event. Jedenfalls den ersten Tag davon. Und wir sind jetzt hier auf Server 34. Man sieht schon, ich habe hier 5,6 Millionen Gold zusammengespart. Ich habe auch noch ein ganz wenig von der Alu übrig. Gucken, welche Quests ich hier annehme, wo ich da am meisten Gold bekomme. Dann nehme ich diese an, die 5-Minuten-Quest. Waffenladen geguckt, ist hier irgendwas Schönes drinne? Zauberladen, da ist ein Ausdauertrank, den sehe ich schon, den nehme ich mit. Den lösen wir auch ein. Was will die Hexe heute? Kopfbedeckung habe ich nicht für dich, deswegen verkaufe ich das hier und verkaufe ich das hier. Dann gehen wir mal ins Klo hinein und schmeißen da was rein. So, WC, rein damit. Gilde geguckt. Hier haben wir einen Angriff gegen die Gefährten. Jetzt habe ich hier Gold. Ich weiß, ich möchte das so machen. Auf Server 34 möchte ich das Gold erst morgen verskillen. Genau.
Ich möchte morgen noch das Gold-Event spielen und dann morgen das ganze Gold verskillen. Deswegen mache ich hier die Quests zu ändern, Stadtwache rein. Das heißt, von Server 34 war es das. Das heißt, wir kommen zu Server 33. Server 33 habe ich 70 Millionen. Und hier hebe ich es mir auch auf. Hier kann auch nichts mehr groß passieren. So. Nochmal hier die Tries hier drin. 34 Millionen. Und hier machen wir, keine Ahnung, 53%. Das ist auf jeden Fall gut. So. Das heißt, es war es auch zu Server 33. Was ist hier los? Wolfmund und Blondie. Ah, okay. Okay, ja, okay, das verstehe ich. Das müsst ihr wissen, da wurden die drei teilen sich, ich habe jetzt nur noch einen Charakter und nicht mehr drei, weil es sonst so stressig wird mit S35. Kommen wir zu Server 4. Auf Server 4 habe ich nämlich vor, das Gold zu verskillen. Man sieht, ich habe hier jetzt 6 Millionen Gold. Das heißt, ich habe auf Server 4 mehr Gold gemacht als Server 34 mit der gleichen Anzahl von Alu. Und das, obwohl ich 12 Level niedriger bin. Wir gucken mal in die Gilde rein. Was haben wir hier? Da können wir gleich den Try machen. Als allererstes werde ich mal skillen, denn ich kann mehr als viel skillen. Wir machen jetzt erstmal 1000 Geschick. So, und dann machen wir 1000 Ausdauer. Ich sehe, ich skill schon, dass das Gold geht trotzdem ganz schön schnell weg. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr skillen. So, wir skillen fleißig. Gleich haben wir die 1000 geschafft. Ah, Gold-Event macht auf jeden Fall Spaß. Ich liebe es. Man kann einfach so viel skillen. Obwohl ich gedacht hätte, dass ich auf Server 35 hätte ich gedacht, dass das Gold-Event ein bisschen mehr merkt. Aber ich merke das da gesagt kaum. Aber es liegt auch daran, dass man dass selbst das Gold-Event die enorme Summe der Dungeon Keys nicht aufwiegen kann. Ja. Mal gucken, wie das dann heute Abend aussieht, wenn ich ein paar Level steige. Da kriege ich dann durch die Quests ja auch mehr Gold. Und kriege ich auch wahrscheinlich so viel Gold, dass es das dann sich gar nicht mehr lohnt, die Dungeon Keys zu farmen. Gucken, ob ich heute Stufe 20 erreichen werde. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und finde wirklich richtig, richtig viele Keys. Ich werde auch die Dungeons erst nach der Alu machen und nicht davor. So, Glück mache ich mal auf 800 und dann den Rest auf Geschick. Und dann gucken wir mal, wie es denn mit dem nächsten Dungeon aussieht. Da werde ich mal zwei, drei Versuche machen. So, komm auf 800. So, 800 Glück, den Rest machen wir jetzt auf Geschick. Gucken, wie weit wir danach kommen. Von 1000 auf. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall tun wir richtig schön skillen. Kommen wir fast an die Werte von S34 ran. Aber auf S34 kann ich auch noch skillen. Deswegen. Mal gucken, ob ich irgendwann mit auf S34 überholen kann. Ich bin ein. Da bin ich verrutscht und habe insgeskillt. So, wieder alles auf Geschick. Und wir kommen von 1000 Geschick. Ihr habt es schon gesehen, über 1100, nämlich auf 1134. Nicht schlecht. So, wir haben mehr als doppelte 3000er Werte. Und mal gucken, der Nachtroll, den habe ich im besten Try jetzt auch auf 1 Million ungefähr gehabt. Und ja. Man sieht in den Tries auf die Hälfte, aber es ist ein Stärkegegner, das heißt, mit viel Glück kann auch der wieder fallen. So, wir greifen mal jemanden an. Super geschafft. Stadtwache rein bis auf 0 Uhr, dann kann ich hier die Alu weiterklicken. Und zum letzten Server, Server 11, Spanien, den kennen wir ja. Hier fehlen mir alle Tränke. Und hier haben wir den Geschicktrank. Und ja, der Lebenstrank ist nicht für Gold drin. Und der Greif läuft mir auch bald aus. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind mit S35 so beschäftigt. Ich glaube nicht, dass wir noch lange auf diesem Server SF Spanien spielen werden, weil der wird eigentlich so ziemlich inaktiv hier. Weil wir einfach alles S35 spielen. Hier habe ich richtig, richtig, richtig viel Gold. Aber auch hier werde ich das sparen und dann morgen ein schönes Video machen. Und dann auf den drei Servern nochmal skillen. Dann passt das. Das heißt auch hier. Meine Stadtwache rein. Wir kommen mal kurz zurück auf Server 35, gucken, ob hier irgendwas passiert ist. Immer noch der Angriff hier drin. Ja. 50, 66, das passt soweit. Und dann melde ich mich zurück, nämlich mit dem nächsten Video aus der Happy Hour von S35, das dann heute Abend oder morgen früh kommt. Da freue ich mich dann schon wieder drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Kommentare freue ich mich. Und bis zum nächsten Mal.